Auf dem Dach des Schweizer Hofs haben wir 3 Bienenvölker und wir haben einen Imker, der unseren Bienen schaut. Weil wir Bienen auf dem Dach haben, die uns Honig schenken jedes Jahr, haben wir uns entschieden, zu schauen, was wir machen mit dem Honig. Wir brauchen den Honig als Gästegeschenk für Frühstück in unserem Restaurant und im Spa für die Honigfaszienmassage. Mit einer Faszienmassage versucht man versuchen, die Verklebungen, die in den Geweben entstehen, zu entkleben. Der Honig ist so gut für die Massage, weil er sehr schnell klebt und man durch das Gewebe kann auseinanderziehen und die Verklebungen lösen. Honig selber ist auch zum Einnehmen, man sagt, ist er antibakteriell. Und wir können Honig auf eine Wunde streichen und durch das heilen die Wunde schneller. Also die Idee für Bienen auf dem Dach ist gekommen, für etwas für die Umwelt zu tun, für etwas für die Bienen zu tun. Ich finde, Bern ist sehr gut geeignet dafür, ja, weil es eine grüne Stadt ist.